Willkommen beim Lokführertraining im Rangierbahnhof in Hagen. Heute lernen Sie diese BR363 Diesellokomotive in DB Rallyen-Lackierung zu fahren. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit der Zugvorbereitung, besonders wichtigen Fahrsteuerungen und Gütertransporten. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Heute wieder der Eisenbahn. Simulationskunst und heute Rangierlok Simulationskunst. Wir befinden uns hier in Train Symbol 2 und dieses neue Add-on, die Baureihe 363, die fand ich sowas von hammerklasse. Die muss ich euch mal kurz vorstellen oder zeigen. Wir spielen hier mal das erste Szenario durch. Wir sollen hier wohl ein paar Wagen diese Wagen in ein anderes Gleis zustellen und einen Zug bilden. Ist sozusagen so als Einführung der Lokomotive gedacht. Und wenn wir uns das Modell mal anschauen, hier mit der Rallyen Logistics Aufschrift, Baureihe 363, das ist ein Hammergerät geworden. Also das fand ich so klasse, das Modell, das musste ich einfach haben, obwohl ich jetzt schon etwas länger nicht mehr unterwegs war in der Zugsimulationskunst. Und diese Details hier sind wirklich klasse. Hier die automatische Rangierkupplung, die wir einmal hier und einmal auf der anderen Seite natürlich haben. Genau, da haben wir sie auch. Perfekt. Also ist ein Hammermodell geworden. Und auch wenn wir uns hier mal die Radsätze anschauen, diese gelben Markierungen sogar sind sichtbar, ne? Die dienen, glaube ich, dazu, wenn ich nicht falsch liege, um zu sehen, ob sich der Radreifen verschoben hat oder lose ist. Und dann verschiebt er sich natürlich. Und dann kann man sehen, dass diese Markierungen nicht mehr übereinstimmen. Also lose Radreifen. Glaube ich zumindest, dass es dazu dient. Also selbst daran wurde gedacht. Ne? Also hier, Wahnsinn. Die ganzen Luftabsperrhähne für die Bremse. Hammer. Perfekt. Also auch diese Gebrauchsspuren an der Lok so ein bisschen dargestellt. Also das haben die wirklich super hinbekommen. Gut. Wir wollen nicht lange reden. Wir sollen, glaube ich, ja genau. Was sagte denn die Rangierkupplung nach unten? Okay. Sie müssen die Tür öffnen und dann die Leiter hinaufsteigen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Ah ja, also man kann auch hier oben lang zur Tür gehen. Mal sehen, ob das geht. Kann ich das auch? Genau. So. Ja, funktioniert. So können wir natürlich auch rein. So, mal sehen, ob ich das alles noch so hinbekomme mit der Steuerung. Das ist schon ein bisschen länger her. So, setzen Sie sich hin. Drücken Sie E, um sich auf einen beliebigen freien Sitz zu setzen. Okay, also Leute, wenn man sich das hier anschaut, das ist der absolute Hammer. Also was sie da wieder hingezaubert haben, ist prima. Da wurde wirklich an alles gedacht. Hier haben wir die automatische Funkfahrsteuerung. Dieser Kasten hier, der hängt auch mit der Steuerung für die Funkfernbedienung zusammen, weil wir können die Lok natürlich auch mit dieser Funkfernbedienung fahren. Also jetzt nicht in der Simulation, aber in der Wirklichkeit lässt sich das darüber natürlich auch steuern. Und wenn wir uns hier mal umschauen, das sieht wirklich hammer aus. Hier haben wir die Umschaltung zwischen Rangiergang und Streckengang. Hier oben sogar, das müsste das Heizgerät oder Vorheizgerät für die Lok sein. Wenn die Lok zum Beispiel abgestellt wird, können wir da einstellen, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt am nächsten Tag oder am selben Tag die Motor- und Getriebeöltemperaturen vorheizen möchten, also Hammer. Sieht wirklich sehr gut aus. Also ich bin wirklich begeistert. Hauptluftbehälter. Steuerungsluftdruck. Da bin ich mal gespannt, ob er dann funktioniert, wenn wir die Leistung aufschalten. Okay, also. Wir sollen uns hinsetzen. Um das Hauptpult einzuschalten, stellen Sie den Generalschlüssel ein. Ja, aber dazu stehe ich doch lieber erstmal wieder auf, oder? So komme ich besser an. Damit Kraftstoff zu den Motoren fließen kann, muss der Treibstoffpumpenschalter eingestellt werden. Okay, Treibstoffpumpe ein. Um die Motoren zu starten, stellen Sie den Motorstartschalter auf die angegebene Position.
Aha, also den Motor werden wir jetzt starten. Um den hydraulischen Antrieb zu aktivieren, muss der Netzschalter betätigt werden. Super, einwandfrei. Das Summen, was ihr kurz vorher gehört habt, das war wahrscheinlich die Pumpe für das Motoröl, was natürlich erstmal vorgepumpt wird. Und dann erst startet der Motor ab einer bestimmten Druckzahl, wird der Start freigegeben, so vermute ich das mal. So, stellen Sie den Netzschalter auf an. Leistung. Drücken Sie den Umschalter, um dies als den aktiven Leistungsregler einzustellen. Ja, also wir steuern von dieser Seite. Okay. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Der Richtungswender. Lösen Sie jetzt die Federspeicherbremse. Ja, machen wir. Und hier sehen wir, hier leuchtet jetzt auch der Richtungspfeil auf. Sogar die Scheibenwischer, funktionieren die denn? Perfekt. Funktioniert alles mit Druckluft, ne? Also die Steuerung für die Scheibenwischer. Alles Druckluft gesteuert. Hier kann man, glaube ich, sogar selber noch mal ein bisschen wischen, falls da mal was nicht funktioniert. Klasse. Hammer. Geil, geil. So. Feststellbremse. Hier haben wir ein Bremsgewicht von 25 Tonnen. Lösen. Stellen Sie zum Lösen der Druckluftbremsen des Zuges das Bremsventil in die Position fahren. Ja, bevor ich hier weitermache, müssen wir natürlich aber unsere Rangiersignale, also unsere Fahrzeugbeleuchtung, einschalten. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Genau, und dann hier Signalleuchte vorne oben, die muss auch ein. Die muss auch ein, weil logischerweise, ich mache gleich weiter, bevor ich die... Wir springen mal kurz hier runter. Ja, Rangierbeleuchtung, ne? Also die weißen Lichter gehören natürlich hier auch auf ein. Wir haben schon vorne das Rangiersignal zur Fahrt. Und hier, die sind jetzt auch eingeschalten, genau. So. Ah, dann mal wieder hoch. Komme ich hier nicht hoch? So, jetzt sind wir wieder in der Lok. Also, das haben wir alles gemacht. Leistung ist eingeschalten. Jetzt setzen wir uns hier mal hin. Was ist das noch? Entkuppeln? Ah, die Steuerung für die Rangierkupplung. Fenster. Perfekt. So. Wir sollen die Lokbremse lösen. Also, das hier ist die Lokbremse. Und das ist... theoretisch dann die Zugbremse, wenn wir zum Beispiel jetzt noch Wagen angekuppelt haben und die an die Hauptluftleitung mit angeschlossen haben, können wir natürlich den kompletten Zug dann mit der Zugbremse bremsen. Da wird theoretisch also die auch praktisch die Lok gebremst und die Wagen auch. So, was soll ich machen? Die Zugbremse auf Fahren. Ja, Fahren ist wichtig. Die Hauptluftleitung wird jetzt auf 5 Bar aufgefüllt. Das darf nicht zu weit nach vorne, weil wenn ihr seht, das ist ein Füllstoß, ne? Also, das ist, glaube ich, manchmal zu schnell wieder lösen gedacht. So ist es richtig. Jetzt müsste eigentlich die Lokbremse, jawohl. Für diese Einführung werden Sie Rangieraufgaben rund um den Rangierbahnhof in Hagen wahrnehmen und einen Zug bilden. Na klasse, das soll ich jetzt machen? Dieser Zug ist nun einsatzbereit. Der Leistungsregler dieser Lokomotive ist ein wenig ungewöhnlich. Schieben Sie die Steuerung in die Vorwärtsposition, um schneller zu beschleunigen. Und bewegen Sie sie dann zurück in die Halteposition, um diese Beschleunigung beizubehalten. Ja. Kennen wir schon. Und jetzt müsste theoretisch, wenn ich jetzt... Langsam rollen wir schon, wenn ich jetzt aufschalte. Seht ihr das? Der Steuerungsluftdruck funktioniert sogar, die Anzeige. Hammermäßig. So, maximale Rangiergeschwindigkeit. Betrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Bewegen Sie den Leistungsregler in die Rückwärtsposition, um den Motor bis zum Leerlauf zu verlangsamen
und stellen Sie... Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Geschwindigkeit zu überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie das Zugbremsventil in den Bremsbereich bewegen. Also hier zeigt er mir an, dass ich wohl 40 km/h fahren kann. Das ist natürlich jetzt nicht richtig, weil wir befinden uns doch eigentlich im Rangierdienst. Da befindet sich die Höchstgeschwindigkeit bei maximal 25 km/h, glaube ich. Naja, ist egal. So. Also Motor schon fahren. Der Sound ist auch der absolute Hammer. Hammermäßig. So, und jetzt müssen wir da vorne gleich anhalten. Das machen wir mit unserer Lokbremse. Die Wagen sind hinter uns. Ändern Sie die Richtung mit dem Richtungswender und wenden Sie sich dann an den Fahrdienstleiter, um die Erlaubnis für den Zugang zu dem Gleis zu erhalten, auf dem Sie sich befinden. Das Signal wechselt auf weiß, wenn wir die Erlaubnis zum Weiterfahren haben. Tja, natürlich. Dieser Rangierbahnhof wird zentral gesteuert, so dass wir keine Weichen manuell bedienen müssen. Sie werden für uns eingestellt. Ja, das macht der Fahrdienstleiter für uns, weil das soll ja auch was machen. So, fahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Ich muss es immer wieder sagen, hammermäßiges Modell. So, wir haben da vorne zwei weiße Lichter, okay. Das heißt, wir können fahren. Umgeschalten haben wir den Richtungswender, Lokbremse lösen. Und da wollen wir mal ein bisschen Stoff geben. Absoluter Hammer, das hört sich wirklich an wie ein echter Sound. Also hammermäßig geworden. Note 1 von mir. Ist echt ein geiles Modell geworden. So, ich muss aber jetzt natürlich ein bisschen nach vorne schauen auch. So, Geschwindigkeit. Ja, können noch ein bisschen, aber... Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig für mich, weil ich muss jetzt auch erstmal kurz bremsen und dann kann ich nicht nach vorne. Das ist halt, wäre schön, wenn man nach bremsen könnte und nach vorne schon gleichzeitig, aber ich weiß jetzt gar nicht die Tastenkombination. Zumindest von der Lokbremse nicht. Das heißt, ich bremse jetzt erstmal kurz an ein bisschen. Ja, wir kommen der Sache schon langsam näher. Wir können ja auch erstmal kurz anhalten. Weil wir wollen natürlich nicht auf die Wagen aufklatschen. Dazu habe ich keine Lust. So. Ja, jetzt rollen wir doch schön sachte ran, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen noch. Aber nicht zu viel. Sind, bringen Sie diese Wagen in den zweiten Satz, um einen Zug zu bilden. Ja, es ist also die Rangierkupplung, die automatische, hat eingerastet. Die Wagen hängen im Schlepptau. Wir schalten wieder um. Alles klar, ist umgeschalten und wir haben schon vorne, also jetzt müssen wir den Fahrdienstleiter nicht nochmal anfunken. Bremse ist schon gelöst. Hier wieder schön. Die Leistung. Der Steuerungsluftdruck. Für die Motorzugsteuerung. Ach, einfach klasse.
hammermäßig. So, Geschwindigkeit im Auge behalten, das passt aber. Natürlich dürfen wir auch nicht zu sehr pummeln bei einer Rangierfahrt, ne? Also Rangierdienst gehört ja auch mit zum Logistikgewerbe und Zeit ist immer kostbar. Da vorne müssen wir anhalten. Jetzt muss ich aufpassen. Eigentlich kann ich ja mit der Lokbremse bremsen, weil die Wagen hinten haben wir nicht an der Luft hängen. Also ich habe zumindest keine Luft angekuppelt. Und dann müssen wir natürlich aufpassen. Bei den paar Wagen geht das mal jetzt, dass wir nicht zu stark einbremsen. Sonst haben wir gleich blockierende Räder. Ja, immer ein bisschen spielen mit der Bremse. Ein Stückchen noch. Bitten Sie die Fahrdienstleitung um Erlaubnis, auf das Nebengleis mit dem Wagen fahren zu dürfen und fahren Sie dann weiter, sobald Sie die weißen Lichter erhalten. Okay, also Richtungswender. Fahrdienstleiter. Fahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Jetzt schauen wir mal kurz raus. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Von wo geht denn das? Von hier vorne? Ah ja, so. Rangiersignal zweimal weiß. Lokbremse lösen und schalten wir die Leistung wieder auf. Ah, sehr schön. So, wir bleiben mal hier vorne an der Spitze. Immer noch ein bisschen Leistung ausschalten. Wir sind jetzt in der geschobenen Rangierfahrt. Da muss ich mich natürlich vorne an der Wagenspitze befinden. Hoffentlich kriege ich das gleich hin mit der Bremserei. Ich werde es machen wie eben. Ich werde kurz vorher anhalten und dann langsam an die Wagen ranrollen. Genau. Das sieht doch gut aus. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Hammermäßig. Hammermäßig. So, jetzt bremse ich aber mal. Wie gesagt, wir werden kurz vorher anhalten. Die Wagen ziehen jetzt natürlich noch nach vorne weg, ne? Das ist klar. Nicht zu stark einbremsen. Aber das sieht schon mal gut aus. Vielleicht muss ich gar nicht... Ja, wenn wir es sehen, wir rollen eigentlich schon schön sachte ran. Ich halte aber trotzdem mal kurz an, glaube ich. Oh, jetzt sind wir, glaube ich, schon rangefahren. Und jetzt werden wir noch mal kurz die Wagen ein bisschen beidrücken. So, mehr geht nicht. Lokbremse anziehen.
Leistung abschalten. So, und jetzt soll ich ankuppeln. Also ich muss jetzt raus und muss die Wagen anhängen, alles klar. Aber zur Sicherheit... Genau. Hau ich mal die Bremse voll rein hier. Das ist mir nämlich sonst zu riskant. Weil ich glaube, wir müssen jetzt ein Stück nach hinten laufen. So, Achtung. Japsa. Natürlich springt man so nicht von der Lok runter. Das ist natürlich kreuzgefährlich. Da hätten wir uns, glaube ich, jetzt schon mal so ein bisschen ein oder zwei Füße gebrochen. Also, wir sind schön sachte beigefahren, nochmal beigedrückt. Muss mir nochmal anschauen, wie die Steuerung vielleicht für die Lokbremse ist. Die Tasten kommen jetzt so, und da kann man das nämlich noch ein bisschen besser sogar von vorne aus, von der Spitze dann steuern. So, was muss ich jetzt hier machen? Manuelles Ankuppeln. Gute Arbeit. Kuppeln Sie jetzt vom Zug ab und bringen Sie die Lokomotive an Ihren ursprünglichen Standort zurück. Jawohl. Wird gemacht und wir sind in der Logistik. Das heißt, ich renne mal, weil Logistik bedeutet immer Zeit und Zeit ist Geld. So, wir sollen abkuppeln. Manuelles Kuppeln, angekuppelt. Ja, also der Hahn ist oben. Also dieser rote Kupplungshahn. Das heißt, Luft ist natürlich auch ab. Die Schraubenkupplung hängt logischerweise auch nicht dran. Das passt dann soweit. Ja? Ich hoffe, die Wagen bleiben stehen. So, dann wieder rein in die Lok. Ach, rein ins Warme. Tür zu. So, was muss ich als nächstes machen? Ich muss natürlich jetzt Richtungswender. Jetzt geht erstmal die andere Richtung. Jetzt muss ich meine Bremse wieder füllen. So. So, das dürfte schon gewesen sein. Fahrdienstleiter brauchen wir nicht anfunken, habe ich gesehen. Wir haben schon... zwei weiße Rangierlichter, wir können fahren. So, und jetzt zügig zurück. Frühstückspause. So, das hat doch bis jetzt gut geklappt, oder? Natürlich hat es gut geklappt. So, da vorne müssen wir wieder anhalten. Ist jetzt mit dem Bremsen ein bisschen einfacher. Wir haben ja kein Gewicht mehr dran. Ich glaube, jetzt hören wir auch den Luftpresser von der Lok. Jetzt muss ich aber Fahrdienstleiter noch mal anfunken. Nee. Er hat uns schon automatisch weiß gemacht. Weichen sind gestellt. Das heißt, wir können fahren. Bremse lösen. Geschaltet ist. Eins muss ich gleich nochmal schauen. Das mache ich gleich, wenn wir stehen. Ach, das ist einfach klasse. Klasse geworden, muss ich sagen.
Hammermäßig. So, jetzt werden wir gleich wieder ein bisschen einbremsen. Ja, gleich sind wir da. Ah, könnte sogar fast hinkommen. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Hat alles gut geklappt. Was ich noch schauen wollte, aber da komme ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr dazu, ist, ob wir überhaupt im Rangiergang waren. Weil es gibt ja den Strecken- und den Rangiergang. Und wenn ich natürlich rangiere, habe ich eigentlich den Rangiergang drin. Das konnte ich jetzt nicht noch schauen, aber hat er ja auch nicht von uns verlangt. Gut, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Das ist die kurze Einführung. Also mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und von mir ein klatter Daumen nach oben für dieses Modell. Also Hut ab. Ich kann nichts bemängeln. Gut, dann bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann, euer Skydreamer.